Ja, hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Eve Online Folge 2 und jetzt geht's erst richtig los. Und wir sind natürlich nicht alleine, sondern wie versprochen haben wir auch wen dabei, und zwar den werten Tehore aus Teheiland. Sag mal hallo. Guten Tag, ja, aus Thailand komme ich natürlich, ne? Ja. Ja, der thailändische Tore. So, Tore, wie geht's Ja. dir denn? Mir geht es gut. Wie geht Das es freut dir? mich. Lass uns ein paar Aliens in den Arsch treten. Ich denke nicht, dass es Aliens sind, das sind doch andere Mitmenschen, die von dem rechten Halt's Weg Maul, abgekommen das sind. sind Aliens. Tut mir leid. Das hast du gar nicht zu entscheiden. Okay, dann müssen wir uns jetzt gleich treffen und ich muss erstmal den nächsten Skill Ich lernen, bin bei weil ich habe Kohopa. alles fertig. Bei Kohopa bin ich. Bei Copper. Ja, Ich bin mit nicht bei ausgesprochenem H. Kohopa. Technologie of Kohopa. Council. Technology of Council, da muss ich dann hin, ne? Ja, dann mache ich das mal. Ja, hier ist wieder der Typ mit der Sicherheit und mit der Sicherheitsmission Stufe 1. Ja, wir sind schlecht. Und Dann lehne ich einmal ja, das hier Stufe ein. 2 bringt uns So. um. Boah, ich habe eine Mission abgelehnt. Du schlimmer Finger, du. Das mögen Ja. die Leute aber gar nicht, du. Da Sogar zehn kriegst du Stück keine davon. gute, da kriegst du keine gute Bewertung. Oh, das tut mir aber leid. Ich habe noch nicht eine Ist kein Mission gemacht. Daumen hoch. Ja. Aber dafür kriege ich was anderes hoch, wenn du verstehst, was ich meine. Ach du Scheiße. Ach, das fängt ja schon wieder niveaulos an und hört niveaulos auf. Ja, wir haben schwach angefangen und stark nachgelassen. Ach ja. So, dann wollen wir nochmal die Karte öffnen. Nein, jetzt wollen wir erstmal gucken. Large Energy Toad Level 5. Ja, das dauert 24 Tage. Applaus, Applaus! Also in 24 Tagen geht's erst los. In 24 Tagen, da fängt das Leben an. Nicht. Wo wollte ich denn hin? Nach Depari? Bist du bei Depari noch, oder was? Einen Moment. Wäre ja, wäre Abras super. ist das. Abras. Ja, das ist auf Abras. dem Weg. Ist ja auf dem Weg. Dann mache ich mal Kurs setzen. Und dann mache ich mal Autopiloten an. Eieiei, das ist auch echt Kacke. Und dann würde ich mal sagen: Let's go, Bitches! Ich hab Erstmal wieder eine hier Friedrich. reinkommen, ey, so lange nicht mehr gespielt. Ja, ich hab's ja gestern noch gespielt. Ja, So, gestern gilt nicht. Aber ja. gestern gilden nicht, okay. An alle Leute, die nicht wissen, was Eve Online ist oder wie Eve Online ist, das ist ein Massive Multiplayer Online Rollenspiel. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal erklärt. Mit, ja, doch schon mehr als 64 Spielern auf einem Server. Und es ist tatsächlich übelst die Schlägerei, ja. Es gibt hier, wie viele Leute, kann man sehen, wie viele Leute auf dem Server sind gerade? Und also am Anfang stand so mehr als 40.000 auf jeden Fall. Momentan mehr als Momentan. 40.000 Leute auf diesem Server. In einem gigantischen Universum mit gigantischen Ausmaßen und. Zeig ihnen doch die Karte, das ist doch viel sinnvoller. Ja, aber das ist eine Karte, da erkennt man ja nicht. Oh, jetzt habe ich die Ausrüstung meines Schiffs geöffnet. Darauf erkennt man ja nicht, wie groß die Entfernungen wirklich sind. Ja, auf jeden Fall, also das ist die Karte. Da. Und wir fliegen jetzt von hier, wo wir hier sind, nach dort vorne. Das sind insgesamt drei Sprünge. Und nun ja, das Universum ist doch recht groß. Ja. Und wir müssen das Eve-Gate besichtigen. Welches Eve Gate? Das Eve-Gate in New Achso. Eden. Er ist doch gar schon kaputt, oder nicht? Oder ist es Ja, wieder aber da da? ist bestimmt irgendwas Tolles. Ach, da ist nun, da wartet uns nur der Tod. Ja, vermutlich. Sicherheitsstatus 0,3. Was auch immer das heißt. Ich habe ja auch keine Ahnung. Sicherheitsstand 0,3, 0,3 ist niedrig, also da ist nicht so viel Polizei, Polente. Präsenz vorhanden und dann sind wir schnell tot. Also das kann man schon mal sagen, man ist schnell tot, doch, ja. Ja, wir schon, ne? Obwohl, ja, wir haben schon bessere Schiffe als die Anfangsschiffe oder die Standardschiffe. Und zwar haben wir Zerstörer. Und nur zerstören wir nichts, sondern werden meistens zerstört, ja. Also ich. Gut. Heidewitzka, also ich denke, ich werde richtig anfangen können mit meinem Schiff in einem Monat. Da melde ich mich nochmal. Also was ich hier gerade sehe, was ich alles skillen muss, das ist doch ja unends heftig. Unendlich heftig. Jo. Schlimm. Gut, ja, das ganze Spiel nimmt extrem viel Zeit in Anspruch, weshalb ich glaube, dass das ein, ja, doch schon 500-Folgen-Projekt werden könnte.
Ich werde das wahrscheinlich nicht durchhalten, aber ich werde es versuchen. Möglichst jeden Tag eine Folge hochzubringen. Tore und ich werden versuchen, möglichst täglich zu spielen, dass ich auch immer schön Folgen im Voraus habe. Nicht wahr, Herr Tore? Ja, vielleicht. Nein. Vielleicht. Doch, das machen wir. Das machen wir so. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Los. Yay. Tja. Also jetzt nur so, jetzt mal als Beispiel, ich arbeite auf einen Tachyon Beam Laser hin und allein die Trainingszeit dafür, also man kann sich nicht einfach alles kaufen, man braucht halt sozusagen, ja, die ist eine Skillzeit oder halt doch das Skill Level dafür, um diese Fähigsachen, Gegenstände, alles mögliche, also alles was es hier ist, braucht man halt gewisses Level oder Skill Time dafür und nur das Geschütz kostet, dauert 46 Tage. Tja. 21 Stunden und 17 Minuten. Und dann brauchst du noch das Geld dafür. Obwohl, ja, daran dürfen es nicht schaden. Das ist vorhanden. Nicht mangeln, ja. Gut, Tore, haben wir uns schon entschieden, wie wir unser Geld verdienen wollen im EVE-Universum? So, ich dachte mir so mal alles, ne? Alles mal ein bisschen. Erstmal nicht nur um zu zeigen, aber ich wollte später hin, jetzt, wenn ich mein Schiff vollends ausgebaut habe, dass wir auf Piraterie umsteigen, ne? Genau. Soll man Leuten richtig kräftig in den Arsch treten. Ist nämlich sehr schön, du kannst ja in dem Spiel, ja, sagen wir so, die Entwickler sehen das so, die sagen den Spielern, macht was ihr wollt. Bedeutet, ich kann da jetzt auf den Typen, der hier unten fliegt, was jetzt gerade eine KI ist, was jetzt, scheiß Beispiel, auf einen anderen Typen, den ich im Raum sehe, den muss ich mal sehen, da vorne den, kann ich jetzt ein Kopfgeld aussetzen und der Nächste, der ihn tötet, kriegt halt das Kopfgeld. Das heißt, du musst hier nicht irgendwelche Berufe erlernen, wie Kopfgeldjäger oder so, sondern du machst es einfach. Ja? Wir machen es einfach. Ja. Und das Gleiche gilt auch für Menschenhandel. Man kann auch mit Menschen handeln. Ich habe beispielsweise jetzt hier, was habe ich an Bord? Moment. Frachtraum öffnen. Ah, die habe ich auf der Station gelassen, okay. Ich hatte 4 Wissenschaftler an Bord. Die bringen nicht viel, aber wenn ich ganz viele Wissenschaftler an Bord habe, bringen sie viel Geld. Ja. Aber da erkläre ich dann mehr dazu, wenn wir uns dann die jeweiligen Bereiche Problem machen. Widmen. Wegpunkt erreicht. Das ist schön. Wegpunkt erreicht, das ist doch schön. Das ist schön. Du ich bist, muss jetzt, bist. Da bist ich du. Bin noch in der Station, ich muss ja noch mal ganz kurz gucken, wie ich was wo was mache, ne? Im Technology Council Gericht. Richtig? Hä? Ja. Boah. Super. Super duper. Duppi. Echt Knorke. Töfte. Knorke ist ein lustiges Wort. Der Töfte oder Dufte ist noch besser. Scheiße, Mann, was. Ich verstehe immer noch nicht, was Territär-Skill bedeutet. Ob man den wirklich braucht oder. Ob man. Ja, der ist Territär, den musst du doch gebrauchen können. Nee, da, ob man den, ob dann wirklich nur zur Verbesserung des Items ist sozusagen oder da kommen halt wieder die Fragen über Fragen auf. Ich würde es mal ausprobieren. Nee. Anfrage zum Andocken angenommen. So, ich steige mal aus meinem Schiff aus und gehe mal in mein Kapitänsquartier, damit ihr euch mal zeigen kann, was für ein Badass ich eigentlich bin. Ich muss gleich mich mal einmal kurz eine Station weiter bewegen, weil. Ja, ich komme dann irgendwann hinterher. Aussetzen. Weil ich muss mir kurz ein Skillbuch kaufen, damit ich weiter meine Zeit verbringen kann. Weil Skills, die durchlaufen halt, das. Man denkt so, oh, viele Tage, aber man muss die Zeit nicht spielen. Also je nachdem, wie lange man halt abonniert hat, so wie das gekauft ist, läuft die Zeit weiter ab. Also das ist dann Echtzeit, die Zeit dann halt abläuft. So. Sehr das genau. Ist eigentlich relativ gut. Ich habe gerade meinen Blick zu meinem Fenster geschwungen und ich sehe gerade ca. 100 Marienkäfer. Marienkäfer? Ja, die alle von der Marine. Auf der, ja, die sind alle in der Innenseite meines Fensters. Das ist nicht gut. Die kommen alle in den Staubsauger heute Abend. Oh, man muss erwähnen, EVE Online ist ziemlich geil. Und ziemlich groß. Und ziemlich geil. Und groß ist auch noch. Also versuchen wir uns jetzt halt hier durchzuschlagen und den Tod, weiß ich nicht, den Tod Übermann zu greifen, sag ich schon. Dem Tod entgegenzugehen. Ja, jetzt kann man mich aussehen. So, das bin ich, so übelst Badass, das ist mein Schiff, so doppelt Badass. Und ja, nachher ist ein Schiff kaputt.
So, also wenn man gekillt wird, ist alles weg. Ja, aber ich habe mein Schiff versichert, ich krieg mein Geld zurück. Man kriegt nur einen Teil zurück, nicht den kompletten Wert. Güte, sonst könnte man eine Versicherung starten. Können wir machen. Die Möglichkeit bestände. Wenn man zum Beispiel die Fähigkeit hat, ich hab nur ein altes Schiff. Oder die Ressourcen hat, Schiffe herzustellen, günstiger als die, als man sie versichern kann, dann könnte man zum Beispiel einen Versicherungsbetrug starten. Ja, aber einen deftigen. So, wir setzen uns jetzt mal hier hin. Und was ist das hier? Schiffe. Wir gehen mal auf Schiffe. Das ist mein Schiff. Kann ich das irgendwie betrachten oder so? Nee. Boinski, Boinski. Boinski, Boinski. Und ich kann mir doch auch mein Aussehen irgendwie verändern. Das ging doch auch. Ja, du kannst dir neue Klamotten und so ein bisschen Gedöns, also so Kleinigkeiten für Auge, Gesicht, da Kopf. Vorne. Weil mir gefällt meine Fresse nicht. Charakteranpassung. Jetzt neu anpassen. Ja, dann machen wir das doch mal. Und die Marienkäfer gehen mir jetzt schon auf den Sack, weil das ist so bescheuert. Ich trete immer auf diese Viecher drauf. Und das ist... Du tötest Marienkäfer. Natürlich nicht absichtlich. Natürlich nicht absichtlich. Und warum klingelt bei dir ein Telefon? Bei mir klingelt kein Telefon, bei dir klingelt ein Telefon. Boah, das ist ja badass, Alter. Badass, Mann. Ey, Digga. Mein Name ist Captain Spock. Ich kaufe jetzt hier ein. So muss das sein, ne? So muss das sein. So, ich kann auch ganz nackig durch den Raum fliegen übrigens. Mit dem T-Shirt sehe ich schon super aus, ne? Bin gleich bereit für unser Date. Du bist bereit? Oh Gott. Was wollt ihr denn so mal? Small. Muss doch sehr bitten. Diese Dinger sehen schon irgendwie scheiße aus. Scheiße aus. So, Oberteil hier, die geilen T-Shirts. So. Wir können auch so kaufen. Ein Muskelshirt anziehen hier, das so, dann sieht man so voll unsere Oberarme. Aber wir schon wieder 1 Million zahlen für ein Skillbuch. Mann, 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 Mann. Ja, also, das ist schlimm, die Geld verdienen kann man ja hier auf Eve auf die unterschiedlichsten Weisen. Also, da ist alles möglich. Kein Grenzen gesetzt. Also, alles, was du in Wirklichkeit auch machen kannst: Leute abziehen, Leute betrügen. Wie heißt das hier? Nicht entführen hier. Hier, Dingens, so, ne? Also, so, ja. Entführen halt, ne? Schutzgeld kannst du auch verlangen von anderen Leuten. Wenn ihr durch den Sektor wollt, dann gebt mir Geld, sonst macht ihr. So, aber Beispiel. Meistens wird dann erst festgehalten und dann gefragt. Also meistens wird, also man sollte immer erst schießen, bevor man fragt. Außer man kämpft natürlich im High-Sec, also da gibt es dann halt noch diverse Unterschiede. Es gibt einmal den Low-Sec, der wird komplett von Spielern regiert. Und dann gibt es einmal den High-Sec, der wird von NPCs mitregiert. Also wenn man da im High-Sec irgendwie Scheiße baut, dauert es nicht mal 2 Sekunden und man ist tot. Weil einfach die Polizei sich mit unendlich vielen Raketen bombardiert. Genau. Außer du bist in einem. Außer du bist in einem Clan drinne, sozusagen in einer Faction, und hast Krieg mit einer anderen Faction. Und dann, wenn ihr dann gegeneinander kämpft, benehmen sich alle. Nee, denn. Dürfen sich die Factions untereinander bekriegen, dann sind die ausgeschlossen. Aber sobald sie irgendwas Neutrales angreifen, was nicht sozusagen mit in ihrem böse Buch, also böse Buben, Teil reinkommt, in ihrem Bereich, das wird alles direkt vernichtet. Also benehmt euch im Highsec, der geht ab 0-0 los, da ist dann keine Polizei mehr. Ich glaube, das ist jetzt schon, das ist ein bisschen zu viel für den ersten Tag. Der erste Tag? Warum das denn? Wir können ja auch nochmal 0-0 fliegen. Vielleicht finden wir ja noch jemanden. Können wir machen. Irgendjemand Schwaches, Armes, Kleines, Hilfloses, der am noch schwächer Abbauen als wir? Ist. Irgendwelche Mann... Was? Noch schwächer als wir? Weiß nicht. Boah, so schwach sind wir jetzt ja auch nicht. Wir haben zwar nichts, was wir wirklich gut können, aber... Also, ich doch nicht so. Jo, dann machen wir mal wieder ins Schiffchen und dann sagst du mir bitte gleich nochmal, wo du bist, damit ich dann so gleich nochmal... Ne? Ja, sofort. Jetzt kann man doch hier irgendwie auch da Hintergründe. Interessant.
Das machen wir denn später. Jetzt habe ich 1 Million umsonst ausgegeben, weil ich so blöd war und nicht geguckt habe, ob ich, dass ich den Skill noch habe. Alles Aber Sinn. ist mir Wayne.